Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir uns an die God-Eater-Prüfung versucht und zwei Minibosse versucht. Eine dieser Aktionen war erfolgreich, eine nicht. Und ja, schon wieder neue Klamotten. Diesmal die Schulklamotten. Ja, ich habe übrigens alle DLCs geholt, also alle Kostüm-DLCs. Deswegen, nein, ich werde nicht jeden Part hier ein anderes Kostüm anziehen, aber so alle zwei, drei Parts oder so werde ich mal das gleiche. Irgendwann werden wir noch mal die God-Eater-Prüfung machen, da werde ich wieder die God-Eater-Klamotten anziehen, aber das jetzt irgendwie nichts wird, glaube ich, so rum. So, trainingsmäßig hat sich nichts geändert. Gucken wir mal die ganzen Charaktere hier so an. Wir haben einmal einen Spitzenschüler, den ernsthaften Schüler, die Mannschaftskapitänin, die reizvolle Direktorin, die Oberstufenschülerin und den Vertrauenslehrer. Ich finde das so blöd, dass wir nie wissen, wie Desel und so aussehen werden. Oder Alicia. Okay, Alicia werden wir vielleicht noch sehen im DLC. Nehme ich mal sehr stark an. Und ja. Ich habe mal ein bisschen mit Rose geschnackt und die hat was zu dem Thema Helions gesagt. Ja, Menschen. Ja, und Menschen können sich nicht einmal. Können sie nicht einmal sehen. Gute Informationen sind also schwer zu kriegen. Ich glaube, dass Seraphim die beste Quelle sind. Da waren welche auf der großen Camelot-Brücke, aber interessiert. Und schwuppdiwupp, wo Matthias. Er hat bereits eine Menge Seraphim getötet. Verdammt, ich hätte wetten können, dass er schon vor Ewigkeiten besiegt worden. Ich hatte ja nicht in der Nähe des Häftlingstauschs, um festzugehen. Der legendäre Wyvern wurde gesichtet. Oh Gott. Okay, das klingt sehr stark. Wie gut, dass ich noch was hier gefunden habe, und zwar in Pendrago. Ich war mal auf der Suche nach nach Entdeckungen mit Aktionspunktsuche, weil irgendwie fehlen mir an so komischen Orten Sachen. Hier haben wir zum Beispiel Ziegen. Das ist hier zwischen Wiese des Triumphes und Perlaffenweide. Das heißt, in einem dieser Gebiete muss hier das hier sein. Und dann sind hier drei Stück, die fehlen. Das fängt bei Pendrago an und hört bei Felszackenjoch auf. Also dachte ich, irgendwie in Pendrago könnte was sein. Ich war noch nicht in dieser Kirche ganz hinten in diesem einen Bereich noch. Ach, guck, ich habe jedenfalls jede Gasse von Pendrago abgesucht und nichts gefunden. Also ja, werde ich mal ausgehen, noch irgendwie weiter suchen. Was ich aber gefunden habe, ist ein Ausrufezeichen, ein grünes. Ja, das lag einfach irgendwo rum. Nein. Hier vom Eingang. Da ist ein alter Knabe. Ja. Der aussieht wie ein Seraph. Wie hieß dieser reizende Mensch doch gleich, weißt du, bei den Ruinen mit den selbstgeschriebenen Gedichten? Ach ja, Maywin, sie wird schöne Entdeckerpoetin der Ruinen genannt. Ich sollte mal in die Trisoldehöhle vorbeischauen und nachsehen, ob Maywin neue Gedichte mit uns teilen möchte. Schon wieder? Was? Er ist schon längst vorbei, Opa. Okay, soviel dazu. Gehen wir zum Häftlingstausch. Sumpf. Wie es aussieht, können wir im nächsten Part schon wieder mit der Story fortfahren, weil ich keinen Plan habe, was ich noch machen kann. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu früh, kann natürlich sein. Ich muss wahrscheinlich wieder direkt vor dem letzten Kampf sein, ne? Irgendwas, ja, so freizuschalten ist meistens so. Bis auf der Vista konntest du erst die einige, ja, so groß ist er doch gar nicht. Da sind noch ein paar Leute. Bis konntest du erst die ultimativen Waffen, glaube ich, finden, wenn du wortwörtlich vom letzten Boss warst. Eins, zwei, ist der dritte da. Okay. Okay, Min-Alles-Teiler. Könnte halt vielleicht was werden. Wo ist legendär? Der legendäre Weibern. Ist bestimmt nur so ein Titel, so wie Doktor, ne? Nichts zu sagen. Machen wir auch kalt. Nee. Klingt irgendwie zu brutal. Wir machen den platt. Ja, da klingt wie witziger. Den Engel könnten wir auch noch mal versuchen. Diesen einen Typen in diesem Arendachwald.
Mit halbierten Schaden dürfte halt was werden. Aber wie komme ich darüber? Einfach so, okay. Ah, weil ich den Seraphen hier hochgelevelt habe, kann ich mich hier so schnell bewegen, ne? Gut ist. Das ist eine goldene Truhe. Haben wir schon mal geöffnet? Ich weiß es nicht. Keiner Trank, weg damit. So, was geht ab? Na? Was ist? 71 nur. Drache, Flügel und Panzer. Guck mal erstmal, wie stark du bist. Aha, 7000. Tut mir leid, ich weiß nicht sehr viel über diesen mutierten Helion. Er ist ein gewöhnlicher Vivian, ist eine Gewalt, mit der man rechnen muss. Aber das sind wir auch. Wenn wir alle unsere bisher gemachten Erfahrungen nutzen, schaffen wir das. Oh ja, alles Teil. das habe ich mir gedacht. Wind. Oh nee. Okay. So eine Rechnung mit denen offen oder was? Also ich den Angriff spammen, der ist einfach ausweichen. So wenig zieht das gar nicht ab. Guck mal, jetzt habe ich. Vielleicht bringt er es ja richtig. Das zweite Mal, wenn wir mit dem Witzeraffen kämpfen müssen. Ich höre die ganze. Ich höre die Schulmusik gar nicht. Wenn wir ja in diesen Bosskampf kommen. Scheiß. Vielleicht gibt es ja noch so ein optionales Dungeon oder irgendwie so. Das 5 Stunden dauert. Nein, ich bin Star Ocean. Ohne Scheiß. Optionales Dungeon aus Star Ocean 4 hat 5 Stunden gedauert, um da durchzukommen. Weil alles irgendwie so glücksabhängig war. Könnte theoretisch auch noch länger dauern. Was dann richtig toll ist, ist, dass die PS3 auch noch abstürzen kann. Das ist nicht witzig. Könnte sehr lange dauern noch. Aber wenigstens breiten wir nicht. Hoffentlich. Man könnte meinen, mit dem verwundenen Zaret müsste ich hier voll Möhre Schaden anrichten, weil er hat irgendwann mit 800 Schaden, glaube ich, oder Verteidigung, keine Ahnung. Lass mal schauen. Mit dem Kampf. 700 und 800 Verteidigung. Ja, Zaret ist irgendwie, weil der bekommt immer, ich meine, Trainingssession, bekommt er immer noch stärkere Klamotten. Das ist irgendwie nicht normal. Vor allem andere Charaktere bauen hier ein paar Sachen. Oh, jetzt haben wir ihn. Du bekommst irgendwie dauernd zu viel Schaden. Soll eigentlich dich heilen. Warum kannst du dich wieder nicht heilen? Oh. Oh, leck mich doch. Was ist das? Warum habt ihr schon wieder... Ja. Auch mit dem Angriff. Eigentlich ist er voll angefährt. Es ist der Angriff voll leicht auszuweichen, aber ich schaffe es trotzdem, natürlich getroffen zu werden. Genau, setzt A-Arts ein. Die müssten eigentlich voll abziehen. Leider. Obwohl, ich glaube, sie hatten nicht mehr so viele. Nikleo hat jetzt aber, glaube ich, voll viel. Ich wurde getroffen und Zoray hat aufgehört, den Angriff zu sagen, aber Zaret hat weitergemacht.
geil. Sorry, hat aufgehört zu sprechen, aber Zerwait hat immer noch weiter gesprochen. Spirit Saber, irgendwie so hat. Boah, was ist das für ein Angriff? Auch gewesen. Heil dich hoch, ich traue dem ganzen Mist nicht. Mach diesen einen Angriff bitte nicht. Ist mir zu heftig. Halt euch hoch. Durch meinen Zopf von Leila an. Sehr schön. Das ist unfair. Ja toll, es ist. Boah. Muss ich mal warten, bis Leila am Leben ist. Er denkt ja überhaupt nicht erfahrungspunktemäßig hinterher oder so, ne? Alter, warum musst du jetzt so schwer sein, ehrlich? Das ist jetzt nicht wahr, ne? Hör auf den. Das kotzt mich so an, ne? Ja, und Leila hat schon wieder. Zavido, kono kyouma o shitteta no ka? Koko wa omukashi ni ore ga tsure domo to tabi o hajimeta basho nan yo. Son toki ni chotto na. Iwai, o nakama ga irasshatta nante. Boah, das ist gemein. De na, Leila. Atte mitai na. Zavido no mukashi no nakama ni. もう会えないのね。多分な。ごめんなさい。いいさ。長く生きる天族に我々は宿命だ。宿命か。んで、新しい連れと同じ場所に戻ってくる。まったく面白いもんだよな。それも天族の宿命か。ああ。 肉棒もいつか思い出してくれ。忘れろって方が無理だね。言うじゃないの。オッケー。さっきのザビーダ、ちょっと変だったよな。なんか隠してるような気がしたね。けど、俺たちを連れって言ってくれた。うん。私もそう思ってる。もちろん俺もだ。 じゃあ聞かなくて大丈夫だよ。必要なことならきっと話してくれると思うし。そうだよな。安心されましたか？同志殿。ごめん、付き合わせちゃって。いいってことよ。お代は安くしておくから。え？お金取るの？ Hat Himmel oder Hölle erlernt, okay? Junger Dunkelwind, was? Ich laufe gerade mit anderen Klamotten rum. Guck ich das schon wieder an, ey. So. Hier hat er auch Diesel. Das fand ich damals gut. Was? Oh, das ist eben eine, ne? So würde Diesel aussehen. So würde auch Diesel aussehen. Okay. Ah, was hast du gelernt? Himmel oder Hölle? Noch eine weitere Mystikal, okay. 4000 AP da jetzt. So. Was ist das nochmal? Mit zu John und Chino gehen. Okay. Ich glaube, ich werde hier mal gucken.
Gucken wir mal, wo diese beiden sind. John und Chino. Sagt mir auch was. Vor allem die waren in diese Brücke. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Na, waren das die beiden? Waren das nicht die beiden? Ich weiß nicht, wen die damit meint. Gehen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Damen sie? Vielleicht sind die jetzt da. Und ja, den Kampf werde ich nochmal neu machen. Nur damit alle am Leben sind. Weil sonst kotzt mich das wieder an. So ein Dreck. Warum hat der denn auf einmal am Ende so voll losgelegt? Cuts Corner. Ich glaube, hier war ich schon. John und Chino. Wer sind nochmal John und Chino? Oh mein Gott. Mal kurz nachgucken. Ich habe doch so einen Rückblick, oder? Ja. Werde ich ja nie irgendwas rausfinden. Vor allem, die sind halt nicht auf der Karte, glaube ich, eingezeichnet, ne? Die Ausrufezeichen sind nicht auf der Karte aufgezeichnet. Der alte Mann im Pendrago war zum Beispiel nicht. Ich nehme an, das sind die von den Sperlingsfedern oder von den bestreuten Knochen hier, diese beiden. Aber kann mir mal einer sagen, wo die sind? Die sollten da eigentlich auf der Brücke warten, aber sind sie nicht. Jetzt sind sie einfach weg. Wo ist dieser Monolith nochmal? Dieser verdächtig aussehende. Wir haben noch mal irgendwann hier so einen Monolithen gefunden. Der so ein bisschen anders aussah. Der war doch auch irgendwo hier. Was ist mit denen auf sich? Wo komme ich? Wie komme ich nochmal zu denen? Boah. Ja. Warum habe ich jemanden geführt, der da war? Okay, werden wir in diesem Part nicht mehr erreichen. Ich werde mal ein paar Kräuter hier so benutzen. Einfach nur, um, weil nicht, meine Chancen zu erhöhen. Wenn ich einfach so viele einsetze, bis ich noch 5 habe oder so, oder 1, keine Ahnung. Langsam werden die Kämpfe zu brutal. Warum kann ich nicht mal an diesen, an dieser Truhe hier trainieren? Nervt mich so. Gibt mir nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, wie ich das in Erinnerung hatte. Ich habe keine Ahnung, wo John und Smith sind. Wie auch immer die heißen. John Smith. Und bin ich auch falsch. Was zum... Was? Alter, wo ist das Gebiet nochmal gewesen? Da gucken wir mal da an der Brücke nach, ob die da sind. Falls das die beiden sind, die sie meint. Die sollte echt, wenn sie mir schon Tipps gibt, auch sagen immer, wo ich diese Typen finde. Ja, die haben mir doch gesagt. War Malind. Aber anscheinend ist er dir nicht. Ja, großen Morgen, weil ich nehme an, das sind die Wasserfälle. So. Und dann, wenn man noch hier hingeht, war da irgendwo ein Monolith. So ein großer.
Da bin ich jetzt ganz doof. Hier, das da. Was ist das? Also ja, du musst dir jetzt nicht keine Gedanken darum machen. Oh. John und Shino, okay. John Smith. Ja, wo sind denn die? Okay, weg. Nicht auf den Arm nehmen, du bist Level 1 oder irgendwie so weit. Der will unbedingt sterben. Da sind die Malend. Oh nein, nicht ins Gasthaus rein. Oh. Scheiße, Parts, wo nichts passiert. So. Ja, wir entscheiden. Lass mich hier durchdüsen. Vielleicht seien diese Kirchen irgendwas. Oder Heiligtum oder was auch immer. Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter. Und dann mache ich einfach die Story weiter. Vielleicht habe ich da einen besseren Überblick. Joink. Gehst du John und Shino, ey? Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sind, ne? Mir sagt niemand, wo die sind, also mich aus Queen suchen höchstwahrscheinlich. Na gut. Ich wollte jetzt noch bei den Dings nach, wo die Sperlingsfedern sich versteckt haben. Und dann weiß ich nicht mehr. Das ist eine Kerze. Mein Gott. Ja, keine Ahnung. Fahr weg. Vielleicht sind die ja noch nicht da. Ausrufezeichen bedeuten eigentlich, ich könnte jetzt schon machen. Mit den Turtles kann ich schon was machen. Mit. Was ist da nochmal? Wird aber nicht da sein, ne? Gut, kein Plan. Ich würde sagen, ich beende die Partie schon verfrüht. Das Spiel meint, ne. Mal da einfach so. Warum denn nicht? Ich sah an dieser Karte jetzt irgendwas. Wahrscheinlich werde ich dann in der nächsten Folge mit der Story weitermachen. Wir haben schon wieder einen Eisteiler zurückbekommen. 4 um 2 erhöht, was? So maximiert. Oh, das Windschreiten maximiert, geil. 2 Grad ab. Ja. Was? Achso, ja. Gut. Kein Plan. Würde ich sagen, ich mache hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann die Story wahrscheinlich weitermachen werde. Bis dahin werde ich auch wie blöd gucken, ob ich irgendwas machen kann. Ich werde erstmal aufscreen. Alle möglichen Orte nochmal abklappern, die ich kann, und dann werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen vorbereitet sein. Hoffentlich. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.